Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen nicht nur zu einem neuen Video, sondern zu einem Marathon. Ja, und zu einem Unboxing-Marathon. Ganze vier Figuren warten darauf, ausgepackt zu werden. Zwei Masters-Figuren und zwei Star-Wars-Figuren. Das heißt, wir haben diese Woche richtig viel vor. Es könnte sogar sein, dass noch eine dritte Masters-Figur dazukommt. Dann hätten wir schon fünf Unboxings diese Woche. Aber das kann ich nicht versprechen. Es sind auf jeden Fall vier. Vier definitiv. Und heute fangen wir an und den Anfang macht die Sorceress Teela aus Masters of the Universe Revolution, nicht Revelation. Let's go! Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Zauberkraft! Es ist wirklich klasse. Im Januar geht's endlich weiter mit Masters of the Universe auf Netflix. Revelation wurde umbenannt in Revolution. Und ja, ich hoffe, dass wir ein paar richtig coole Episoden bekommen werden. Ich habe ja schon ein Reaktionsvideo auf den Trailer gemacht. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch gerne an. Da sage ich euch meine Meinung zu dem, was wir ja bald zu sehen bekommen. Ich hoffe ja wirklich auf ein paar richtig coole Hordak-Auftritte. So, aber auch wenn die Serie noch nicht gestartet ist, die ersten Figuren können wir jetzt schon kaufen. Die Sorceress Teela und auch Skeletor, der vom Motherboard ja infiziert wurde. Die Sorceress Teela haben wir in der finalen Episode von Revelation bereits gesehen. Und ich muss sagen, ich fand die richtig cool. Und jetzt freue ich mich darauf, diese Figur gemeinsam mit euch auszupacken. So, meine Lieben, der C64 hat sich freundlicherweise bereit erklärt, dass ich die Figur darauf abstellen kann. Das ist wunderbar. Ja, was sofort auffällt, ist, dass sich die Masterverse-Verpackungen verändert haben. Also sie sehen nicht mehr so aus wie bisher. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses neue Design gefällt mir. Wir haben hier ganz vorne direkt ein tolles Artwork der Figur. Das Fenster nimmt nicht mehr die ganze Verpackungsvorderseite ein, sondern wir haben hier nur noch einen kleinen Ausschnitt. Finde ich aber gut, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich richtig gut. Hier haben wir den Namen der Figur, Sorceress Teela, das Revolution-Logo, das, man sieht es deutlich, im Zeichen des Motherboards steht. Hier können wir auch schon ersten Blick auf die Figur werfen. Das Masterverse-Logo wurde ebenfalls verändert. Erstmals haben wir das ja gesehen bei dem He-Man, dem 40. Geburtstags-He-Man. Da wurde ja erstmal so ein Masterverse-Logo verwendet. Ich glaube zumindest, dass es das gleiche ist. Steinigt mich bitte nicht, wenn ich jetzt was Falsches sage. So, hier haben wir das Netflix-Logo, das Mattel-Logo. Eine Stresslinie, lieben wir. Der erste Eindruck ist auf jeden Fall klasse. So, das Artwork geht sogar noch hier um die Ecke einmal rum. Was wir hier sehen ist, soweit ich weiß, die frühere Sorceress, die ja von Skeletor getötet wurde und dann quasi als Geist von Grayskull ja noch ein bisschen herumspukte und Teela unterstützte. Was ich gut fand, dass man das so gelöst hat, dass die alte Sorceress nicht einfach so verpufft war, sondern ja, dass man quasi den Geist von Grayskull damit eingebunden hat. So, hier sehen wir die Sorceress Teela nochmal von der Seite. Also ein seitliches Artwork, meinte ich. So, und auch das hier ist neu, meine lieben Freunde. Früher hatten wir hier auf der Rückseite immer ein großes Artwork. Ja, das sieht jetzt eher aus wie eine Mischung aus einem gezeichneten Artwork und einem Foto der Figur. Sehr interessant gelöst. Das hatten wir ja zum Beispiel bei der 2000er Toyline, hatten wir das ja auch gehabt. Da hatten wir auf der Rückseite ja auch immer ein großes Foto von der Figur mit ein paar Action-Features und finde ich jetzt gar nicht mal schlecht. Natürlich, ich bin ein Fan der riesigen Artworks, die wir immer gesehen haben, weil die wirklich klasse aussahen. Aber diese Lösung ist auch gar nicht mal verkehrt, muss ich sagen. Das sieht gar nicht mal übel aus. Also, wenn man das auf hohem Qualitätsstandard beibehält, warum denn nicht? So, gehen wir mal ein bisschen näher ran. Im Hintergrund haben wir halt das Artwork, Grayskull und Eternia. Und ja, im Vordergrund halt die Figur, was doch eher ein Foto als eine Zeichnung ist. EU-Standardverpackung, das heißt, wir werden hier keine Texte vorfinden. Aber, meine lieben Freunde, ich finde, das kann sich sehen lassen. So, hier werden weitere Figuren beworben.
Skeletor, ja, der steht auch schon hier und wartet auf sein Unboxing. Man at Arms und Trapjaw, die sind jetzt nicht aus der Revolution-Serie, sondern aus New Eternia. Trapjaw werde ich mir auf jeden Fall zulegen. Man at Arms, denke ich mal auch. Man at Arms ist ein Pflichtcharakter, aber Trapjaw, das war schon als Kind immer so einer meiner Lieblingsfiguren. Also der muss auf jeden Fall mit dazu. Und sagen wir mal ehrlich, was ist denn bitte cooler als Trapjaw? So, dann werden wir jetzt die gute Teela mal aus der Verpackung befreien. Es war ja bei den Masterverse-Verpackungen bisher immer so, dass man die, naja, nachdem man sie ausgepackt hatte, auch wieder zurückstecken konnte. Und ich hoffe mal, dass das beibehalten wird und ich denke mal schon, weil wenn ich mir die Verpackung so angucke, dann sollte das machbar sein. Okay, was ist das hier? Ah, okay. Ja, ich denke, das Wiedereinpacken sollte kein Problem sein. Ich war nur etwas verwirrt wegen diesem Blaue hier. Ist da irgendwas drin? Irgendwas, was wir... Da ist was drin, Freunde. Da ist tatsächlich was drin. Und zwar Papier. Okay, ich habe gedacht, da wäre vielleicht auch ein cooles Goodie drin oder so. Nee, leider nicht. Ich bin ein Trottel. Stopp, ich muss das jetzt mal kurz klarstellen. In dem Papier sind Wechselhände. Wechselhände. Pass auf, der Umhang, der ist mit Tesaband fixiert. Und ja, wenn ihr da nicht vorsichtig seid, könnte das reißen. Ist bei mir nicht gerissen, ich habe es rechtzeitig gemerkt. Aber naja, ich wollte es euch nur sagen. So, dann gucken wir mal. Das Gesicht, ja, ähnelt natürlich der Revelation Teela, klar, es ist ja auch derselbe Charakter. Und ich fand es wirklich toll, was die daraus gemacht haben in der Revelation Serie. Also Teela als Sorceress sieht schon richtig klasse aus. So, ne, hier haben wir halt diesen, ja, diesen Umhang, der halt mit Klebeband festgemacht ist. Darunter, was ist das hier? Ah, jetzt ein bisschen die Farbe ab, das ist jetzt nicht so cool. Die Kleidung ist aus weichem Plastik, lässt sich also sehr gut bewegen. Finde ich toll. Sieht auch sehr gut bemalt aus. Auch hier. Im Grunde genommen ganz tolle Arbeit. Ich weiß nicht, habt ihr diesen Farbfehler hier auch, dass hier die Farbe abgegangen ist? Oder war das jetzt einfach nur bei meiner Figur so? Ich meine, stört mich jetzt nicht so sehr, weil es ist ja die Rückansicht von Teela und die sieht man ja nicht allzu oft. Hier sieht man die Stiefel, die Kniegelenke. Im Grunde genommen eine sehr schicke Figur. Und natürlich kann sie das Zepter auch mit beiden Händen festhalten. Das ist kein Problem. Ja, was die Standhaftigkeit der Figur angeht, sie kippt genauso gut oder genauso schlecht wie die anderen Figuren auch. Ja, brauchen wir jetzt glaube ich nicht viel zu sagen. Hier nochmal von hinten. Richtig schick, finde ich. Richtig, richtig schick. So, ist Teela jetzt eine super spektakuläre, revolutionäre Figur? Nein, das natürlich nicht. Ist es eine Must-Have-Figur? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Für mich ist es eine Must-Have-Figur. Einerseits, weil ich finde, die Figur sieht klasse aus. Es ist eine wirklich tolle Teela-Variante. Und ja, ich meine, sie ist natürlich auch Hauptcharakter. Allein deswegen gehört sie, finde ich, in die Sammlung. Und ja, man hat es gut gemacht. Also ich würde schon eine Kaufempfehlung geben, definitiv. Und was ich auch richtig cool finde, das hat man ja auch in der letzten Folge von Revelation gesehen, Teela ist ja die erste Zauberin, die Grayskull in menschlicher Gestalt verlassen kann. Sie muss sich nicht zwangsweise in einen Falken verwandeln. Sie kann auch in ihrer menschlichen Gestalt Grayskull verlassen. Muss auch erstmal hinkriegen. Ja. Ja, ihr Lieben, jetzt frage ich euch, was haltet ihr von der Figur? Habt ihr sie euch gekauft? Werdet sie ihr euch kaufen? Freut ihr euch auf die Revolution-Folgen? Lasst uns drüber quatschen. Und damit ist das Unboxing-Video für heute beendet.
Und wie gesagt, morgen geht's weiter. Wir haben eine Menge vor diese Woche. Bleibt dabei und falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Bis dann. Tschüss, ihr Lieben.